Moin Moin und herzlich willkommen hier zum Small Talk Montag. Es ist Montag und wann immer ich es schaffe, das weißt du, gibt es hier den Small Talk Montag, so auch heute. Heute ist erstmal der Haupthinweis beim Small Talk Montag, der Hinweis auf die täglichen Insta-Livestreams um 19.30 Uhr auf unserem Instagram-Kanal. Da streame ich jeden Abend um 19.30 Uhr live. Maximal 30 Minuten lang, sodass du pünktlich zur Tagesschau auf die Öffentlich-Rechtlichen umschalten kannst. Manchmal hole ich auch jemanden rein in den Livestream, aber auf alle Fälle machen wir grundsätzlich erstmal Quanda-Folgen. Das heißt, du kannst deine Fragen schicken, die kannst du entweder im Livestream stellen oder auch vorab schon mal schicken an frank@bestefotoschulevonwelt.de. Und ich versuche dir, die da zu beantworten. Und immer am nächsten Morgen gibt es den aufgezeichneten Insta-Livestream bei uns im Blog. Das heißt, da kannst du auch die letzten aus der letzten Woche noch angucken. Da sind viele wirklich wissenswerte Dinge dabei, viele Tipps. Auch die Community hilft sich sehr doll von rechts nach links und kommentiert selber mit hilfreichen Tipps. Das ist wirklich großartig. Das kann ich dir also wirklich, wirklich empfehlen. Ansonsten hat sich der Stress hier im Office nicht so richtig gelegt, wenn ich ehrlich sein soll. Wir sind nach wie vor dabei, den April abzuarbeiten, was Verschiebung, Umdisponierung und so weiter betrifft. Gleichzeitig ist die Lage natürlich, wie sie ist. Machen wir uns jetzt vor. Im Moment ist jetzt nicht gerade das begehrteste Produkt am Markt ein Gruppenfoto-Workshop oder auch eine Fotoreise. Nichtsdestotrotz haben wir das ein oder andere für euch natürlich auch entwickelt und im Angebot. Dinge, die schon vorbereitet waren, jetzt nur live geschaltet werden mussten, das war eigentlich so insgesamt ganz gut, denn so konnten wir quasi auf den Knopf drücken und es ging los. Zum einen haben wir da die Bildbesprechungs-Fastlane nach wie vor. Da könnt ihr also gegen eine freiwillige Spende, beziehungsweise nein, 5 Euro müsst ihr geben, aber ihr könnt die 5 Euro auch 2, 3, 5 oder was weiß ich wie oft in den Warenkorb tun, könnt ihr ein Bild sehr schnell besprechen lassen. Das heißt, wenn ihr dieses bei uns auf der Webseite bucht, dann unterstützt ihr mich und mein Team und gleichzeitig kommt euer Bild vielleicht schon nächsten Samstag oder spätestens übernächsten oder überübernächsten Samstag dran. Das hängt ein bisschen vom Andrang ab. Aber innerhalb der nächsten 3 Samstage auf alle Fälle. So schnell geht es normalerweise bei den Bildbesprechungen nie. Dann habe ich euch am Foto gelernt nochmal aufgelegt. Also ihr habt 12 Kapitel Fotowissen, die ihr buchen könnt. Und wir haben etwas Tolles für euch als Eltern. Wenn ihr Eltern seid und eure Kinder fotografisch interessiert sind, dann machen wir jetzt in den kommenden 5 Wochen einen Grundlagenkurs mit euren Kindern online zum Thema Fotografie. Und auch das findet ihr auf der Webseite und auch unter diesem Video natürlich verlinkt. Was gibt es noch Neues? Am Freitagabend um 20.30 Uhr, also dann nach der Tagesschau, gibt es den ersten virtuellen Olympus-Stammtisch. Da habe ich dir mal die Facebook-Veranstaltung dazu hier unter dem Video verlinkt. Und gleichzeitig kannst du einfach eine E-Mail schicken mit dem Betreff Olympus-Stammtisch an olympus@ff-fotoschule.de. Dann kannst du da dazukommen. Da habe ich einen Online-Raum, der gebucht ist und ich zur Verfügung stelle. Und dort treffen wir uns mit einer begrenzten Anzahl natürlich an Fotografen, weil ansonsten ist es bei so einem virtuellen Stammtisch natürlich viel, viel schlechter als bei einem Offline-Stammtisch, wo 3 nebeneinander sitzen. Die können sich noch unterhalten, selbst wenn andere sich gerade zu einem anderen Thema unterhalten. Das ist virtuell natürlich nicht ganz so problemlos an einer quasi langen Tafel möglich. Insofern sind die Plätze begrenzt. Schicke eine Mail und schick die Mail nicht, weil du vielleicht teilnehmen willst, sondern wirklich, wenn du teilnehmen möchtest und dann auch dabei bist, Freitag 20.30 Uhr. Ich habe ungefähr eine Stunde eingeplant. Denn ansonsten nimmt jemand anderem vielleicht den Platz weg. Das wäre sehr, sehr schade. Ja, wie gesagt, ansonsten versuchen wir so nach und nach das eine oder andere abzuarbeiten. Ich arbeite gerade an den, am Rest eines Online-Trainings zum Thema Lightroom-Grundlagen. Das wird jetzt die Woche noch dauern, weil auch noch ein bisschen geschnitten werden muss und so weiter. Und vielleicht machen wir noch das eine oder andere Bonuskapitel von Dozenten aus dem Team. Das kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen und versprechen, aber dann dauert es vielleicht auch noch bis nächste Woche. Aber da sind wir auf alle Fälle am Ball. Ich habe nach wie vor viel telefoniert mit euch die Tage, ganz viele tolle Telefonate geführt mit sehr verständnisvollen Menschen da draußen. Freut mich mega und es macht mir auch wieder richtig viel Spaß zu telefonieren. Zwischendurch war es wirklich so, da haben wir fast 20 Stunden am Tag telefoniert. Das ist jetzt nicht das Angenehmste, was ich mir vorstellen kann, weil man teilweise gar nicht mehr wusste, mit wem man was besprochen hat. Jetzt sind wir aber wieder gut im Flow, haben alles so weit umgestellt, dass wir sofort auch schriftliche Bestätigungen rausschicken und so weiter. Also insofern, das im Büro hier läuft eigentlich sonst soweit alles
seinen, will ich sagen, gewohnten Gang. Das wäre übertrieben, aber auf alle Fälle läuft es routiniert und ja, und smooth, kann man ganz offen sagen. Das ist so meine Empfehlung an euch, wenn ihr jetzt im Moment zu Hause sitzt, neben der Tatsache, dass ihr euch vielleicht mit dem einen oder anderen fotografischen Thema zu Hause beschäftigen könnt, ja, zum Beispiel mal eine Ablage machen oder mal etwas, was man lange aufgeschoben hat, erledigen oder so. Dazu ist für viele natürlich jetzt durchaus auch Zeit, insbesondere für die tut es mir sehr, sehr leid, die Kurzarbeit haben. Die haben ja auch mehr Zeit zu Hause und können sich gleich darum kümmern. Und gleichzeitig habt ihr wahrscheinlich die Wochenenden noch zu Hause zur Verfügung, weil ihr natürlich nicht einfach auf irgendwelche Veranstaltungen gehen könnt. Was für uns sehr bedauerlich ist, aber was vielleicht dafür sorgt, dass wir insgesamt näher auch zusammenrücken am Ende der Geschichte und gleichzeitig ihr auch zu Hause was gewuppt bekommt, was sonst liegen geblieben wäre. Ich freue mich auf alle Fälle auf alle, die die nächste Woche in den Insta-Livestreams abends mit dabei sind. Wünsche euch hier trotzdem gute Zeit, allen, die hier bei YouTube zugucken und vor allem bleibt gesund. Und dann sehen wir uns am Mittwoch mit einem Foto-Join-Mittwoch hier wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss, tschüss.